Ja, hallo, moin moin. Heute gibt es wieder ein neues Video, mal wieder aus dem Garten. Und zwar wird hier Sand angefahren. Insgesamt haben wir 4 LKW-Ladungen bestellt. Zwei sollen davon dahin, wo denn mal die Garage stehen soll. Einer hier gerade an den Bambus, wo er jetzt gerade vorbeifährt, und einen vorne noch an der Mauer. Ja, ist im Moment gar nicht so einfach, hier so Leute herzukriegen. Das mit dem Sand, das funktioniert ja immer noch schnell. Aber mit den Aufbauen, wenn man da so einen Bautrupp braucht, so hier in der Umgebung, auch hier so aus dem Dorf, die haben im Moment alle Hände voll zu tun. Ist sehr schwierig, hier ein paar Leute heranzukriegen. Aber erstmal kriegt der LKW-Fahrer genaue Anweisungen, wo er was hinzuschütten hat. Zwischendurch wurde auch noch Stahl angeliefert für den Hallenbau, wo dann der LKW und diese alte Mähmaschine da reinkommt. Naja, was heißt alt? Die ist ja noch nagelneu. Ja, Stahlträger, so eine bogenförmigen, wurden da schon angeliefert, genau wie die Betonsäulen. Die liegen hier auch schon eine Weile. Und jetzt kommen noch ein paar rechteckige Profile. Ja, wie gesagt, es ist schwer hier im Moment Leute ranzukriegen. Eigentlich sollte das alles schon längst begonnen haben, genau wie mit unserer Garage. Die wollten sich eigentlich letzte Woche, ich glaube Anfang letzte Woche wieder melden. Bis dahin hatten die noch zu tun, aber das zieht sich wohl auch in der Länge, so dass sich das hier alles noch etwas gedulden müssen. Aber erstmal ist der Treckerfahrer dran. Hier kriegt er erstmal eine Anweisung, diese Kante von hier vorne bis hinten zum Tümpel, dass er die nochmal begradigen soll. Das ist nämlich genau der gleiche Fahrer, der das letzte Mal schon hier glatt gefahren hat. Aber das war nicht so schön gerade, sondern die eine Kante war so ein bisschen ausgefranst hier, so ein bisschen so hin und her. Das hat meine Frau dann so gar nicht gefallen. Und da hat er jetzt noch die Anweisung gekriegt, diese Kante, wo er jetzt gerade lang fährt, schön gerade zu machen. Einmal hin und einmal wieder zurück. Und das so zweimal. Und dann hat er es erreicht, dass er da so eine schöne Kante gemacht hat. Sieht doch gleich viel besser aus. Ja, jetzt ist er hier vorne am Fahren. Genau da, wo jetzt der Baum noch steht. Da soll dann auch noch Gemüse hin. Nachher, wenn die Halle hier steht oder das Dach, ich weiß ja nicht, ob da ringsrum so eine Mauer noch hochgezogen wird, wo dann der Reisdrescher da unterkommt und der LKW, ist da ja auch immer noch so ein bisschen schattig, dass dann da auch noch was angepflanzt wird. Millimeterarbeit heute. Dich meine ich nicht.
Ja, es muss genau stimmen. Er war ja auch sehr vorsichtig hier unterwegs, damit das auch, damit hier nichts kaputt geht. Weil die kleinen Bäumchen, die hier überall stehen, ist er da vorsichtig herumkroft. Ja, dann kam er auch noch, ich glaube, 2 Tage zu früh. Eigentlich wollten wir ja jetzt erst diese Betonsäulen, die wir geschenkt gekriegt haben, diese kurzen Dinger, die wollten wir noch da wegnehmen. Aber da er jetzt ja schon früher gekommen ist, als er eigentlich kommen wollte, ja gut, schiebt er die mal eben kurz beiseite. Weil die Dinger nämlich genau da liegen, wo der Sand hin soll. Diese Ecke, genau neben dem Bambus, soll nach meinen Informationen, die ich jetzt habe, auch noch Blumen gepflanzt werden. Das wäre dann, wenn ich jetzt aus der Garage rausgucken würde, Richtung Straße, so rechts davon dann sein. Ja, da ist jetzt noch die andere Fuhre, die noch da hinten begradigt wird. Der ganze Sand, der ist dann ja da, wo nachher auch noch ein bisschen Gemüse angepflanzt werden soll. Das ist dann genau hinter der Garage. Auch vorsichtig zwischen den eingepflanzten Bambusbäumchen. Ja, und hier geht es jetzt mit dem Baum weiter. Hier bin ich fast zu spät gekommen. Der erste kleinere Teil, na, da liegt er schon lang. Ging doch ziemlich schnell. Habe ich fast verpasst. Haben die mit so einer kleinen Kettensäge hier umgenietet. Die ganzen Äste, die werden jetzt mal auf unser Grundstück hinten in so einer Ecke hin verfrachtet, weil hier vorne ist ja kein Platz mehr. Da ist auch so eine Kettensäge mit so einem ganz kurzen Schwert. Aber für diese beiden Bäumchen reicht das. Ja, und da kommen wir auch schon zu diesem großen. Das ist so ein zweistämmiger Baum gewesen. Jetzt wird der abgesägt hier. Hat natürlich jetzt die Zweige, die da jetzt noch dran sind, Neigung, dass er jetzt zu uns rüberfällt. Dann haben sie da noch so ein Seil oben ran gefriemelt, dass er dann in die richtige Richtung gezogen wird. Dass er da dann Richtung Straße wegkippt. Ja, und schon geht's los. Der Kettensäger ist voll dabei. Hoffentlich fällt er auch richtig rum. Ja, das war's mit dieser Baumfällaktion. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Habt nette Leute um euch rum.
Bleibt gesund und dann tschüss, bye bye, bis zum nächsten Video.